Willkommen zu einer neuen, chilligen Runde Space Engineers von Keen Software House. Economy Update, das ist das, was wir letzte Runde so verbrochen haben. Genau, ich mache mal wieder Tab, schalte das mal an und... Warte mal, das können wir doch auch ändern. Mach mal bitte... Wir bauen ja hier sowieso weiter. Machen wir bitte zentral GPS... Mach mal bitte neu von eigener Stelle. Das ist das hier. Und da, warte mal, da sehe ich, das passt schon so. Genau. Wo, was? Na, machen wir noch ein paar U's dazu. Woods. Ich kann es immer noch nicht schreiben. Wieso ist hier englische Tastatur auf einmal eingestellt? Was? Yeah. Was ist denn jetzt? Wieso geht das nicht? Ja, genau. Ja, extra für CV. Dankeschön für die vielen Tipps. So, da haben wir das mal wieder schön reingeschmissen. Und dann, wieso löschen? Einfach nur so. Und genau. Tasche, Spruzie. So, keine Ahnung, warum gerade englische Tastatur eingestellt ist. Ich muss es dann draußen mal prüfen, ob die auch allgemein... Ja, ich drücke viel zu oft Alt-Tab und sowas. Naja, macht nichts, macht nichts. So, wir wollten hier weiterbauen. Cargo? Ne, warte mal. Ja, das sieht schon mal gut aus. Haben wir große Blöcke? Jawohl, haben wir eingestellt. Einen dürfen wir nur noch. Denn wir wollen jetzt hier abbauen. Und als erstes bauen wir das Survival Kit ab. Aber ich möchte auch nochmal gucken. Jawohl, wir hatten nämlich hier sicherlich noch was drin. Eine Sauerstoffflasche. Wieso kriege ich die nicht raus? Muss ich direkt an den Generator ran? Ja, kriege ich raus. Eis, Hammer. Small Cargo Container. Ach so, da hat er das rein verschoben, was dort nicht reingepasst hat. Mist. Oh, Alter, hier liegen schöne Sachen drin, weißt du? Solange wie es noch reinpasst, können wir die da reinlegen. Das alles auch. Bis auf das. Das schmeißen wir in den Cargo. Wir werden das natürlich alles dann schön verbinden. Jetzt kriege ich sicherlich das auch raus. Ja, oh, endlich. Jawohl. Und dann gucken wir hier nochmal rein. In die verbundenen. Nehmen hier alles raus. Nicht leer. Und haben hier noch... Auf dem Passagiersitz kriege ich nur so raus. I. Jawohl. Da haben wir auch noch was. Schein. F. Ja, den werden wir dann auch immer stehen lassen. Ne? Nein, brauchen wir nicht. Haben wir ja hier alles. Stimmt. Wir haben ja Strom da. Wir haben ja Strom da. Wir bauen jetzt das Survival Kit ab. Und bauen uns juhu, das einfach ganz neu hier auf. G. Survival Kit. Genau. Gib mal her. Und ja, ist ja nur... Kannst du das mal drehen? Jawohl. Wir haben was, wo wir uns aufladen können. Was? Ich brauche mehr Steuerplatten. Haben wir hier sicherlich nicht drin. Achso, die sind ja nicht verbunden. Haben wir aber hier drin. 20 Steuerplatten. Aber wir können das Datapad mal rausschmeißen. Knifte rausschmeißen. Ich habe hier keine Spinnen oder sowas an, da geht das. Wir brauchen 4 Stahlplatten mehr. Nein, das waren die falschen Stahlplatten. Ja, komm. Schmeißrinder. Jawohl. Survival Kit. Damit haben wir wieder einen Respawn-Punkt. So, was wäre das nächste? Die Montageanlage, ne? Eieieiei. Windturbinenhammer. Erstmal 2 Stück, die reichen. Small Batterie brauchen wir nicht. Krankenstation wäre natürlich viel besser, aber dafür brauchen wir 60 Metallgerüste. Haben wir nicht. Erzsensor, Boje, Raffinerie, Montageanlage. Brauche ich? Ganz dringend. Aber Raffinerie braucht auch Metallgerüste. Montageanlage braucht Metallgerüste. Die können wir am Basic Assembler herstellen, oder? Das wäre sonst Genau, aber dafür brauchen wir Kobaltbarren. So, Kobalt haben wir gar nicht da. Was? Mach mal bitte die verbundenen aus. Ich kriege ja eine Meise. Hast du schon? Ja, das auch, Mensch. So, was haben wir? Schmeißen wir bitte hier alles raus. Wir nehmen uns das, was wir brauchen. Später kommt das alles in Cargo rein, ne? Und hier wird nur noch hergestellt. Was? Wieso später? Das ist genau jetzt der Punkt, wo wir nur noch in den Cargo fassen. Und wenn das nicht drin ist, stellen wir es hierher. Genau, hast recht. Ja, hast mich doch schon überredet. Brüll mich doch nicht gleich so an. Nein, es ist ein Spaß. Weiß doch, wie ich es meine. Ich verarsche mich grundsätzlich nur selber und nicht euch. So, wir haben das. Ich überlege gerade, was wir am dringendsten brauchen. Am dringendsten braucht das Gerät hier eine Befütterung. Mit Eisen. Eisen haben wir noch nicht gefunden. Heißt, wir brauchen auch ein Fahrzeug. So eine Art Notfahrzeug. 4. Achso, wir haben ja jetzt erstmal keine Steuerplatten oder sowas einstecken. Ja, wir wollten ja sowieso auch erstmal hier abbauen, ne? Genau. Fupp, fupp, fupp. Fupp, fupp, fupp. Da kriegen wir zumindest erstmal die ersten nötigen Ressourcen, die wir brauchen. Und was haben wir hier? Sauerstoffgenerator. Das sind ja schön große Ressourcen. Jawohl. Nein, nein, nicht Doppelklick. Warte mal. Wir schweißen hier mal ein Loch rein. Ein schönes großes, damit wir da reinkommen. Bevor hier... Ja, genau das. Bevor hier noch mehr passiert. Weil... Genau... Das dann Damage gibt an den nächsten folgenden Blöcken. Sowas solltest du tunlichst vermeiden. Ich habe mal wieder genau an der falschen Stelle angefangen. Jojojo. Ja, das ist dann die Gier, weißt du. Oh, ja, schöne Ressourcen. Jojojo. Und hier habe ich mal Doppelklick nicht an. Geht mir einfach... zu viel die Düse, dass ich dann hier zu viel abschraube. So. Dann gehen wir hier mal hoch. Irgendwie muss ich auch mal dann oben drauf gucken, ne? Ja. Ist mir gerade egal und deswegen verschraube ich mich bestimmt wieder. So, hier kann man drauf hopst. Jawohl, da sind wir doch schon mal oben drauf. Das sieht doch richtig gut aus. Können wir hier noch höher, hier hops. Das wäre natürlich noch geiler. Aber schade. Und jetzt? Ja, können wir uns hier mal ein bisschen umgucken. Das ist das Loch, was ich gegraben habe. Jawohl. Aber hier haben wir keine Felsen weiter in der näheren Umgebung. Schade. Nein. Ja, den komischen Namen habe ich der Welt jetzt gegeben. Was ist das? Nee, es ist ein Busch. Weil ich immer zu abspeichern musste. Die erste Aufnahme hat über 2 Stunden gedauert, um das alles vorzubereiten. Die Aufnahme hier wird jetzt etwas schneller gehen. Denn wir werden das Gerät hier zusammen abschrauben. Dann werden wir mit dem Fahrzeug beginnen. Und dann muss ich mal extrem erkunden gehen. Fahren, natürlich, fahren. Wenn wir uns schon ein Fahrzeug bauen, dann kann ich das auch dementsprechend benutzen. Jawohl, sollte ich das benutzen? Werde ich das benutzen? Ja, natürlich. So, und wir schrauben uns hier immer weiter rein. Schleifen uns hier immer weiter rein. Schrauben stimmt ja gar nicht. Was? Jetzt? Deswegen hat es gehangen, wa? Du wusstest schon, dass das dann kippt. Ah, warte, schwach. Oh. Nee, jetzt, ja, danke. Ah, da musst du aufpassen. Da kann es wirklich Probleme geben. Dass ich dann tierisch auf die Kusche kriege. Und dann klang und das Gerät ist weg. Das wäre schade. Wenn es dann weghopst. Hier sind noch gute Ressourcen drin. Das werden wir uns alles nochmal rausschneiden. Oh, geht mal her hier. Jetzt kannst du das wegmachen. Jetzt kannst du das alles wegmachen. Das klemmt da mit rein. Jawohl. So, und dann bauen wir uns hier Stück für Stück durch. Ich hoffe mal. So. Ja. Yippie, juhu. Wart, 3,7 Kilometer. Komm mal ein bisschen näher runter. Das mache ich so nicht. 3,7 Kilometer, das ist viel zu weit. Ja, merkst du dann den Unterschied? Dass wenn du hier ein bisschen an der Basis rumbaust, dass dann auf einen Schlag die anderen Signals auch immer weiter wegrücken. Jo, jo, jo. Damit es nicht so einfach wird. Ja, ja, habt ihr ja recht. Stimmt schon. Das ist auch kein Meckern, das ist kein Mimimi, auch wenn sich das manchmal so anhört. Ich finde das Spiel einfach nur grandios. Sonst würde ich es ja auch nicht zeigen, ne? Genau. So, das dahin, das da, das da. Noch 14 Minuten. Oh, 4 Kilometer, 3,6. Aber wir sollten es machen, denn auf den Wegen dorthin haben wir bis jetzt immer richtig geile Sachen gefunden. Aber vorher muss ich das Inventar leer machen. Ja, und nochmal nachladen, auf jeden Fall. So. Das können wir hier dran gleich machen. Was? K? I, Survival Kit öffnen. Was? Da. Genau. Ich wollte gerade sagen, hier muss doch irgendwo was zum Drantatschen sein. Naja, komm, jetzt lass dich mal nicht so feiern hier. Wir wollen uns auch noch das Signal holen. Wow. Ja, du brauchst wieder Freunde, wa? Oh, das hat sich schon gelohnt. Schön, schön, schön. So, Bohrer. Ja, das ist mal eine ganz andere Richtung. Bohrer in die Hand und bis gleich. Ja, wir kommen aus dieser Richtung. Ihr habt nur grün gesehen. Das geht bis dort oben an die Kante ungefähr. Und jetzt guck dich hier mal um. Was ist denn das schon wieder für eine Map? Alter Schwede. Bis da runter soll ich? Das wird interessant. So. Ich lasse dich mal ein bisschen hier mit dabei, oder? Genau, dass du auch was hier von der Gegend mit siehst. Und für solche Sachen hebt man sich dann den Wasserstoff auf. Ich hoffe, dass ich hier irgendwo auch... sie kommen nicht aus. Dann wieder hochkomme. Ich habe... keine Ahnung. Doch, da hinten, das sieht schon besser aus. Ich sollte mir auch erstmal einen Kopf machen, wie ich hier runterkomme, ohne mir die Ohren zu brechen. Ich muss ja noch weiter runter. Dass das so weit unten ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ah, es ist immer das das Problem, wenn die wirklich so weit weg sind. Du kannst auch die Höhen nicht einschätzen. Kongress, aber wir laufen hier mal vor. Ja, ich werde es dann mal ein bisschen zügiger machen. Und hier gucken wir nur drüber. Hier komme ich leider nicht runter. Naja, runter schon mit Wasserstoff unten auftitschen, aber ne, das ist mir zu heikel. Ich suche mal noch einen anderen Weg oben irgendwie drüber, aber das sieht nicht gut aus. Ansonsten sehen wir uns dann in der Basis wieder. Bis gleich. So, ich habe euch doch nochmal dazu geholt. Da vorne siehst du wieder diese schönen Ressourcenflecken. Ja, ich weiß, dass es diesmal Ressourcenflecken sind. Ich war schon ein Stückchen weiter vorne. Ich wollte es ja nur zeigen, bevor sie verschwinden. Und es hat sich definitiv gelohnt, hierher zu kommen. Wir haben hier unter uns Kobalt. Dementsprechend müsste auch irgendwo hier Eisen in der Nähe sein. Meistens ist Eisen in der Nähe von Kobalt. Das hier werden wir uns auf jeden Fall erstmal sichern. Neu von aktueller Stelle. Jawohl. Kobalt. Planet Kobalt. Ja, Kobalt ist meistens so weit unten drunter. Vielleicht finden wir dann später noch eins. Aber das war jetzt erstmal schon richtig wichtig. Kobalt. Ich laufe mal weiter. Runterwärts. Vielleicht, warte mal, hier oben waren die Ressourcen. Steine. Oder? Waren die nicht hier rundherum? Hier, Kobalt 60, jawohl, Kobalt. Oh, das ist ja viel besser. Da müssten wir nicht so tief graben, weißt du? Silber. Silber muss ich mir selber auch nochmal. Planet Silber markieren. Das ist fett. Da brauchen wir nicht, falls der Silberklumpen dort nicht reicht. Planet Silber. Jawohl. Silber hat man ja bis jetzt nur den Brocken. Brauchst auch erstmal nicht weiter anzeigen. Wenn wir Glück haben, ist in der Nähe hier auch noch Gold. Silber, Kobalt. Wir gehen einfach mal ein bisschen weiter vor. Einfach nur, um hier zu untersuchen. Ah, ich sollte vielleicht nicht so oft nur auf den Fußboden gucken. Ne, da komme ich niemals runter. Da brauchen wir was Liegendes. Ah, es sieht schweinegeil aus, oder? In so einem Tal. Oh, nice. Ich brauche auch keine Wege weiter zu suchen rundherum. Selbst wenn es dort hinten einen gibt, in 3 Minuten bin ich da unten nicht drin. Das kannst du vergessen. Da können wir uns aber jetzt hier oben die Mühe machen, noch ein bisschen rumzusuchen. Silber, Kobalt. Silber, Kobalt, Gold können zusammen so ein Cluster sein. Und an sich hast du dann Kobalt und Eisen extra. Aber wenn Silber hier schon dabei ist, ist normal, dass dann irgendwo man auch das Gold findet. Was mich freut, ist, dass ich schon mit dem Handbohrer hier auf 90 Meter gucken kann. Das war früher nicht. Da hast du vielleicht 50 Meter gesehen. Da brauchtest du schon den Erzsensor von deinem Fahrzeug. Ja, Riesborn-Pott ist dort hinten und hier haben wir jetzt erstmal nur Silber und Kobalt gefunden. Aber das ist schon fett. Gerade das Kobalt, das ist richtig, richtig nice. Und ja, ich begebe mich mal auf die Heimreise. Ja, ABC ist jetzt, weil ich nebenbei speichern musste. Ich hatte einen Monster-Lag und ich weiß nicht, ob die Basis dort hinten dann weg ist. Und oder da irgendwas passiert ist. Aber siehst du auch schon, ne? Hier, das sieht einfach nur schweinegeil aus, die ganze Gegend. Hier haben wir jetzt erstmal keine Ressourcen. Steine, wir sind auch noch zu nah. Ungefähr 600 bis 800 Meter, ungefähr. Ne? Also nagelt mich nicht drauf fest. Tuck, tuck. Ja, zu spät. Jetzt bin ich gekreuzigt. Sieht einfach nur spektakulär aus, diese Map. Ist es schon handgezeichnet? Ja, ne? Handmodelliert. Gut, das ist immer noch zu nah da dran, also wir brauchen da unten nicht reingucken. Ist natürlich interessant. Aber hier wäre auch wieder gleich ein fliegendes Gerät besser, ne? Aber da brauche ich doch so viele Ressourcen. Und vor allem Eisen. Oh, ansonsten müsste ich alles über Stein machen. Das Eisen sozusagen aus dem Stein rausbeißen. Das wird schwierig, schwierig. Am besten wäre, wir finden wirklich noch ein Eisenvorkommen. Von so einer erhöhten Position aus ist das natürlich richtig geil. Da könnte man sich umgucken nach Ressourcenstellen. Diese hellen Flecken. Das da hinten? Ne. Bricht ja vorerst mal nicht die Ohren, Junge. Da oben müssen wir wieder hin. Ah, können wir denn durchlaufen? Felsbrocken sehe ich jetzt. Ah, das ist interessant dort hinten. Könnte aber auch nur durch das. Ja, es ist nur durch das Licht. Durch das einfallende Sonnenlicht oder wegfallende Sonnenlicht. Was ist das für ein grüner Klumpen hier? Muss das so aussehen? Muss ich vorher speichern? Weggezutscht. So. Aber hier sehe ich im Moment auch noch keine Ressourcensteine. Ja. Ich sag mal, bei so interessanten Gegenden, wenn wir die uns hier angucken, möchte ich dich auch dabei haben. Also du möchtest sicherlich auch ein bisschen was von der Gegend sehen. Den ganzen Weg 1,8 Kilometer zurück zur Basis. Ganz bestimmt nicht. Ich will mich ja auch nur mal ganz kurz umgucken. Und jetzt werden wir das mal zügiger machen. Bis da hoch auf die Kante. Bis gleich. Tschudeli, hier gucken wir uns nochmal ein bisschen um. So sieht's aus. In die Richtung müssen wir. Schade, können wir nicht so über den Berg gucken, ne? Jojo, jojo, macht aber nix. Nice. Schöne Gegend, muss ich ehrlich sagen. Aber die Zeit ist rum und ich laufe dann alleine zurück in die Basis. Wenn ich irgendwas unterwegs finde, was Schönes, hole ich euch wieder dazu, ne? Ich bedanke mich fürs Reinschauen, Vorbeischauen, Zuschauen. Dankeschön. Wenn es dir gefallen hat, sehen wir uns eventuell in der nächsten Runde wieder. Zu einer chilligen Runde Space Engineer von Keen Software House. Economy Update. Bis dahin, auf Wiedersehen und Tschüssikowski.